das noch beschauliche Dorf Eppel. Dieses Gebäude möchte der Landkreis für die Unterbringung von 53 Asylbewerbern nutzen. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung das so akzeptieren kann und wird. Als ich das hörte von dem Protest gegen die Familie, habe ich mich erschrocken und habe gedacht, oh Gott, was wohnen hier für harte Menschen? In den letzten Wochen ist ja auch noch die Mutter ins Krankenhaus gekommen. Ich denke, das Asylrecht, das wir in Deutschland Bürgern, die verfolgt sind, gewähren, ist ein ganz wichtiges Recht. Wenn Sie Ihre Entscheidung, das alte Wohnheim umzuwandeln in ein Asylbewerberheim, tatsächlich umsetzen, werden Sie Probleme bekommen. Wenn wir uns das vorstellen, wir dürfen nicht sein, weil wir die falsche Nationalität haben, das ist doch entsetzlich.